Kabinett der Bundesregierung befindet sich ein Trio Infernale. So muss man es wirklich sagen, beziehungsweise so habe ich es mir überlegt. Und es handelt sich hier um drei Personen, die zwar sehr unterschiedlich sind. Zwei von ihnen kommen von der Grünen Partei und die eine Dame kommt von der SPD. Grün und Rot, ja, keine Ahnung, was das für eine komische Farbe gibt. Was Gescheites ist auf jeden Fall nicht. Bei der ersten Person kann man sagen, sie glänzt wirklich durch Inkompetenz. Und die zweite Person, ja, die hat Probleme scheinbar einmal mit der eigenen Definition von bestimmten Begriffen, droht allerdings gerne mit Sanktionen. Das ist also ganz typisch für unsere derzeitige Ampelregierung. Und bei der dritten Person, die ist in den letzten Tagen sehr durch die Medien gegangen und sie hat eine Vergangenheit, die die wenigsten kennen. Und damit herzlich willkommen bei Warum Pro-Kritisch. Mein Name ist Lil. Schön, dass ihr Zeit für dieses Video habt. Auch wenn es nach den letzten Tagen beziehungsweise auch nach der Wiederwahl von Ursula von der Leyen die ein oder andere von euch nicht unbedingt mehr so viel Lust auf Politik haben mag. Denn ich habe tatsächlich von einigen hier eine private E-Mail bekommen. Unter anderem hieß es darin, Mensch Lil, du, die machen in Straßburg beziehungsweise in Brüssel genau wie in Berlin und anderswo das, was sie wollen. Ich habe schon gar keine Lust mehr auf Politik. Kann ich gut nachvollziehen, aber es nutzt nichts. Wir müssen weiterhin am Ball bleiben. Und auch wachsam bleiben. Kommen wir nun aber zu dem ersten Kabinettsmitglied und damit auch die erste Person des Trio Infernale. Es handelt sich hier um Claudia Roth, Grüne Politikerin. Und sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Kennen die meisten von euch. Und sie hat hier eine Aussage getätigt und zwar im Zusammenhang mit den kommenden Bayreuther Festspielen. Die finden ja jedes Jahr statt, so von Ende Juli bis Ende August. Ich glaube, dieses Jahr fangen sie am 25. Juli an. Nichtsdestotrotz, auch die Politprominenz pilgert Jahr für Jahr nach Bayreuth zu den Wagner-Festspielen. Und Claudia Roth hat nun einen Vorschlag gemacht bezüglich dieses Musikfestivals, das es im Übrigen seit 1876 gibt, natürlich mit einigen Unterbrechungen, um ein jüngeres Publikum auch für die Wagner-Festspiele hier gewinnen zu können. Und sie ist der Meinung, es wäre durchaus doch sinnvoll, wenn man dieses Musikfestival auch dazu nutzen würde, andere Komponisten hier mal zu veröffentlichen. Und der Vorschlag, der von ihr kam, war dann die Oper von Hänsel und Gretel. Die ist tatsächlich nicht von Richard Wagner, sie ist von Engelbert Humperdinck. Der Vorschlag von Claudia Roth dürfte höchstwahrscheinlich der Festivalleitung absolut zuwiderlaufen. Denn die Geschichte dieser Bayreuther Festspiele, die ja immer auf dem sogenannten grünen Hügel hier stattfinden, ist natürlich eine völlig andere. Aber ich sag mal ganz freundlich, Claudia Roth war es ja nicht vergönnt, ihr Studium der Theaterwissenschaften, der Geschichte und Germanistik zu Ende zu führen. Sie hat dieses Studium nach zwei Semestern einfach geschmissen, wie man so schön sagt. Und deswegen kann sie es wahrscheinlich nicht wissen, obwohl sie ja schon lange die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien ist. Man kann sich auch mal kurz belesen. Denn warum entstand eigentlich dieses Festival im Jahr 1876? Hintergrund ist, dass auch dieses ganze Opernhaus gebaut wurde, um die letzten 10 Opern von Richard Wagner in diesem Haus aufzuführen. Man hatte scheinbar damals so die Befürchtung, dass ansonsten die Musik von Richard Wagner in Vergessenheit geraten könnte. Und deswegen hat man dieses eigene Opernhaus gebaut und dieses Musikfestival ins Leben gerufen. Keine Ahnung, ob Claudia Roth das nicht weiß. Also von daher würde sie ja den eigentlichen Sinn dieser Wagner-Festspiele tatsächlich überhaupt gar nicht begriffen haben. Und ich sag mal was zu diesem jungen Publikum. Also als ich seinerzeit mit meiner Schwester dort gewesen bin, gab es durchaus einen gewissen Anteil an jungen Leuten. Natürlich jetzt keine Schulkinder. Ne? Es waren mehr oder weniger Leute, die entweder in der Lehre oder im Studium stecken. Also relativ junge Jugendliche, sag ich mal. Also keine Kinder. Und ob man mit einer Oper wie Hänsel und Gretel solche Jugendlichen eher anziehen könnte, darf doch sehr in Frage gestellt werden. Und darüber hinaus muss man natürlich von einem ausgehen, wenn Claudia Roth an dem Premiereabend dabei ist, was diese ganzen Prominenten natürlich immer tun,
dann sind da höchstwahrscheinlich noch weniger Jugendliche, weil die sich diese Kartenpreise überhaupt gar nicht leisten können. Also Wagner-Festspiele sowieso schon relativ teuer, kann ich euch sagen. Aber Premiereabende kannst du kaum bezahlen. Ne? Es gibt ja sowieso ein bestimmtes Kontingent an Karten, die nur für die Prominenten halt eben zurückgehalten werden. Und ansonsten gibt es nur ganz wenige, die in den Verkauf gehen am Premierenabend. Und die sind natürlich wahnsinnig teuer. Aber gut. Also, ich finde diesen Vorschlag von Claudia Roth sehr fragwürdig. Aber gut, sie hat scheinbar nicht das große Hintergrundwissen oder eigentlich nur das kleine Hintergrundwissen, was die Geschichte dieses Opernfestivals hier anbelangt. Sei es drum. 2 Semester Studium, das reicht wahrscheinlich nicht aus, um bessere Vorschläge machen zu können. Die zweite Person ist eine Parteikollegin von ihr, das ist nämlich Lisa Paus. Lisa Paus hat am letzten Mittwoch im Bundestag Zahlen vorgelegt aus dem Jahr 2021 betreffend der Frauenquote. Und sie hat also festgestellt, dass sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft es eine Frauenquote gibt, die nicht zufriedenstellend ist, obwohl das ja gesetzlich verankert ist. Und viele von euch kennen ja meine Meinung zu dem Thema der Frauenquote. Ich bin ja eher dafür, Leistung zu bringen. Und dann könnte es durchaus auch mal mit einer Frau klappen. Was dann auffällt, ist natürlich, dass Lisa Paus, ähnlich wie die übrigen Kabinettsmitglieder dieser Ampelregierung, natürlich einen guten Vorschlag hat. Sanktionen. Was anderes fällt den Herrschaften ja sowieso nicht ein. Also für kleinere Unternehmen fordert sie eine Geldstrafe von ca. 50.000 Euro. Und bei börsennotierten Unternehmen kann es auch gerne mal mindestens 2 Millionen oder gar mehr sein. Das müssten dann Unternehmen bezahlen. Aber es gibt einen Trick. Denn Lisa Paus weiß scheinbar selber gar nicht, von welcher Frauenquote sie eigentlich spricht. Ich erinnere mich nämlich an ein kurzes Interview, und es war eine Frage, die ihr auf einer Pressekonferenz, auf der Bundespressekonferenz mal gestellt wurde, ob sie der Meinung ist, dass eine Transfrau, also ein Mann, der sich als Frau empfindet, ob das eine Frau sei. Und daraufhin hat sie gesagt, natürlich ist es eine Frau. Also wenn sie die Frauenquote verbessern möchte, dann spricht sie wahrscheinlich nicht nur von biologischen Frauen, sondern auch von Frauen allgemein, also auch von Transfrauen. Und da steckt doch eine große Chance für Unternehmen drin. Das eine oder andere Unternehmen könnte ja mit einer Führungskraft ein Gespräch führen und fragen, wären Sie bereit, tagsüber für uns entsprechend der zu erfüllenden Frauenquote ein Kleid zu tragen? Abends könnten Sie in Ihrer Freizeit wieder als Mann auftreten. Wie wäre das? Auf diese Art und Weise könnte man ja durchaus als Unternehmen auch die Frauenquote erfüllen. Denn auch eine Transfrau ist nach Meinung von Lisa Paus ja eine Frau. Also wäre das doch ein ganz einfaches, in Zukunft die Frauenquote mit Sicherheit zu erfüllen. Und dann wären wahrscheinlich auch wieder die Leistungen von Transfrauen sehr gefragt. Die dritte im Bunde, ja, das ist natürlich eine Person, die in den letzten Tagen immer wieder in den Schlagzeilen gewesen ist und ich finde auch zu Recht. Und das, was ich euch jetzt hier erzähle, entspricht auch dem Wunsch einer Abonnentin, die nämlich darum bat, doch mal so ein bisschen den Lebenslauf der Person genauer anzuschauen, so wie ich das mit Angela Merkel gemacht habe in diesem Video. Ich habe das jetzt nur ganz kurz hier gefasst. Es geht nämlich hier um Nancy Faeser. Nancy Faeser hat, bevor sie in die Politik gegangen ist, als Rechtsanwältin gearbeitet. Soweit so gut, das wissen ganz viele. Sie ist im Übrigen Einzelkind. Ihr Vater war ja auch in der SPD und viele Jahre Bürgermeister in Schwalbach, in dem Ort, wo Nancy Faeser, glaube ich, heute noch wohnt, liegt im Hessischen. Und als Rechtsanwältin hat Nancy Faeser unter anderem auch für die große Kanzlei Clifford Chance gearbeitet. Umsatz, globaler Umsatz, über 1 Milliarde. Und zu den Klienten von Clifford Chance gehörten damals und ich glaube auch heute noch solche Giganten wie BlackRock, JP Morgan, Pfizer-BioNTech. Also mittelbar oder unmittelbar auch Klienten von Nancy Faeser. Auf jeden Fall hat sie ja für diese Kanzlei gearbeitet. Und was ich nicht gewusst habe, das habe ich tatsächlich durch einen Post von Beatrice von Storch erfahren. Diese Kanzlei, Clifford Chance,
hat den Deal bezüglich der Impfstoffe mit der Bundesregierung eingefädelt. Genau diese Kanzlei, bei der zuvor Nancy Faeser mal gearbeitet hat. Das ist ja schon wirklich richtig krass. Und ihr wisst ja, Nancy Faeser hat sich ja sehr für die Impfpflicht eingesetzt und sie hat ja auch Impfkritiker als Extremisten bezeichnet. Ich meine, dass Nancy Faeser darüber hinaus auch diese unsägliche Migrationspolitik von Angela Merkel toll fortsetzt, dass sie jeden reinkommen lässt, dass sie hier die deutsche Staatsangehörigkeit ja mehr oder weniger kostenlos verschleudert, ist ja noch ein ganz anderes Thema. Und dass sie natürlich ein völlig anderes Verständnis von Freiheit oder Pressefreiheit, Meinungsfreiheit hat, als Otto-Normalverbraucher, wissen wir auch. Aber sie ist natürlich genau wie die anderen beiden dieses Trio Infernales mit großer Vorsicht zu betrachten. Ja, und was fällt mal wieder auf? Mal wieder habe ich hier über Frauen abgelästert. Ich bitte alle Frauen da draußen um Vergebung. Demnächst wird bestimmt mal wieder irgendein männlicher Politiker, Kabinettsmitglied auch hier dran glauben müssen. Ich freue mich wie immer sehr auf eure Meinung und wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.